Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass die Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession und sie berechnen das anders. Ist auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes. Liebe Ilavia, ich grüße dich, das ist dein Horoskop-Analyse, Teil 2. Im Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese einzelnen Lebensbereiche. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat auf dem Erdenleben. Und das verleiht dir wie eine Art Kostüm, das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Auftreten. So bist du auch wahrgenommen, du bist ein Kind davon und das begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Das nennt man Lagna oder Aszendent. Und das hast du hier im ersten Lebensbereich. Krebs gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Du bist sehr feinfühlig, mütterlich, liebevoll, fürsorglich und so bist du auch wahrgenommen. Außerdem, die Wasserelement, weil hier um Gefühle handelt, nehmen die Welt mit Gefühlen wahr und das passt zu dir. Die Tierkreiszeichen Krebs symbolisiert die Geburt, wie Geburtswasser, auch die Schwangerschaft. Und du hast auch dieses Feingefühl, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln, wann ist besser zurückhaltend sein. Und wenn du intuitiv bist, dann bist du immer wieder im richtigen Augenblick, im richtigen Ort und du hast dieses Feingefühl, wann soll etwas geboren werden. Im zweiten Lebensbereich hier handelt sich um Werten, Wertschätzung und auch die Finanzen. Energetisch hängt es auch zusammen. Selbstwertgefühl und Finanzen. Wenn jemand sagt, ich bin das nicht wert oder ich habe das gar nicht verdient, das löst was aus. Hat immer weniger Geld. Also immer überlegen, wie wir denken, was wir sagen und immer auf unseren Gefühlen achten. Und hier hast du die Löwe. Löwe liebt Luxus, Glanz. Und das bedeutet, entweder du gibst gerne Geld aus für Luxus oder dass du wirklich in diesem Wohlstand leben wirst. Aber wir betrachten das gesamte Horoskop, bedeutet aber auch beides. Wenn das um Wertschätzung geht und Selbstwertgefühl, dann brauchst du eine königliche Haltung. Und diese Wertschätzung auch verlangen, du brauchst Respekt. Löwe braucht es, auch in den Mittelpunkt zu stehen. Löwe liebt das, bewundert zu sein. Der dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen in die Schulzeit. Erstens, wie hast du das Wissen aufgenommen? Wie hast du das erlebt? Aber nicht nur das Wissen, dieser Austausch, wie hast du das vermittelt oder wie hast du das aufgenommen, sondern auch der Kontakt zu
zu deinen Geschwistern oder anderen Kindern? Hast du dich da behauptet oder warst du auf die Seite geschoben? Wie hast du das erlebt? Weil diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden durch unserem Leben. Wer jemand sich als Kind behaupten kann, hat die Stärke. Das ist eine ganz andere Voraussetzung, als wenn jemand in dieser Zeit einen Mangel hat, traut das nicht zu, dann muss das später lernen. Im Berufsleben, sich zu behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalen, aber nicht nur diese sich zu behaupten bedeutet, sondern tatsächlich auch Informationen, Wissen, Aneignen, Vermitteln, Kommunikation auch. Hier hast du die Tierkreiszeichen Jungfrau. Über die Tierkreiszeichen Jungfrau herrscht Merkur. Und das ist schon Wissen. Also du warst sehr klug, sehr, sehr klug, aber eher zurückhaltend, vielleicht sogar schüchtern. Im vierten Lebensbereich ist die Basis, die Fundament. Wenn ich das vergleiche, das ganze Horoskop mit einem Baum, dann heißt es, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlt man sich verwurzelt, verankert. Das gibt Halt im Leben. Und das symbolisiert die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft, auch unserem Zuhause. Und alles, was mit Immobilien zu tun hat, gehört auch zu diesem Lebensbereich. Und hier hast du die Waage. Und Waage liebt das Schöne. Und das hast du auch, ein schönes, gepflegtes Zuhause, weil da hast du einen guten Geschmack. Die fünften Lebensbereich sind die Kinder. Und das symbolisiert unsere eigenen Kindheit, symbolisiert das innere Kind, aber auch unsere Kinder, Enkelkinder und noch etwas, was wir von Kindern lernen sollen. Spielen. Damit wir unserem Leben nicht verspielen. Etwas mit spielerischer Art und Weise betrachten. Und hier liegt die Kreativität, diese schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie und auch Lebensfreude. Und ich kann das so vermitteln. Es hilft uns, wenn wir unserem eigenen Leben betrachten wie ein Theater. Und überlegen, was können wir tun, dieses Theater nach unserem Geschmack gestalten. Weil wir wählen auch den Ort. Wir dekorieren das. Wir wählen die Kostüme aus. Wir wählen die Schauspieler aus. Wir schreiben die Drehbuch. Und wir führen die Regie, weil wir haben einen Einfluss auf unserem eigenen Leben. Und was das Wichtigste ist, wir spielen die Hauptrolle. Und daran liegt die ganze schöpferische Kraft. Und wenn wir das schaffen, das so leben, wie die Kinder mal spielerisch, dann haben wir Sieg über unserem Leben. Natürlich zeigt es auch hier Kreativität auch. Hier hast du die Skorpion-Energie, Wasserelement. Hier handelt es sich um Gefühle. Und hier liegt die Transformation, ich könnte sagen Kundalini-Energie. Und das kannst du so vorstellen. Es gibt zwei Systeme, was die Gefühle betrifft. Es sind positive Gefühle, das ist das eine System. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. All diese Gefühle haben eine Quelle. Gott. Das ist die göttliche Quelle.
Und das schützt uns und hilft uns, unserem Leben meistern. Dann gibt die negativen Gefühle. Das ist ein ganz anderes System. Die eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das ist eine ganz klare Linie. Zum negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Eifersucht, Neid und Hass. Sind alle negativen Gefühle. Kommt nicht von göttlichen Quellen. Aber wir kennen diese Gefühle auch. Nicht alles. Aber ein paar Gefühle, Gefühlszustand kennen wir. Wir kennen Angst, wir kennen Schuldgefühl, wir kennen Zweifel, wir haben auch Wut in uns. In dem Moment aber, wenn wir das zulassen, öffnen wir Pandoras Büchse. Und die trojanische Pferd kann jederzeit eintreten auf unserem System. Und deswegen ist so wichtig, von Angst, Zweifel, Schuldgefühl verabschieden. Abgesehen davon, das auch blockiert alles, geht nichts voran. Können wir nicht unserem Träume leben? Geht nicht. Und diese Transformation zeigt die Skorpion, weil die Skorpion hat diese Magie in sich, Weißmagie. Die Wandlung, die Erneuerungsprozesse. Und das ist Wasserelement, da handelt sich um unsere Gefühle. Wie kann man das erreichen, dass wir angstfrei leben? Weil die Angst ist da, die kommt immer wieder. Entweder mit Humor betrachten und sagen, guten Morgen, liebe Angst, schön, dass du wieder da bist, aber weißt du was, ich will mit dir nichts zu tun haben, tschüss, fertig. Oder umdenken, weil unseren Gedanken können wir sofort ändern, ohne Schwierigkeiten, an etwas denken, was uns begeistert. Und die Angst ist auf einmal nicht mehr da. Was noch hilft, den Tag gestalten, das genügt schon für das, was wir leben, den Tag. Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Und es ist immer die Gegenwart. Und dann ist es viel, viel einfacher, das so zu gestalten. Und das ist die Skorpion-Energie. Die Kundalini-Energie, das ist wie zwei Schlangen. Die eine sind die negativen Gefühle, wie Angst. Natürlich, das kennen wir schon, Angst. Und das zieht alles nach unten. Und das sind diese Erneuerungsprozesse, was die Skorpio zeigt. Und das ist die Macht und die ganze Geheimnis liegt hier, dass wir von diesen Gefühlen verabschieden. Und die zweite Schlange ist die Heilenergie, die Heilung, wie Asklepios das auch zeigt. Und dann steigt die Energie, diese Kundalini-Energie, steigt nach oben wie Phönix aus der Asche. Und so haben wir die Bewegung, was zum Erfolg führt und uns auch befreit. Und das ist hier diese Erneuerungsprozesse, wo das Kindheit auch betrifft, einigen solchen Erinnerungen und Gefühlen verabschieden von Kindheit. Und dann spürst du diese schöpferische Kraft, dann kannst deine Träume leben. All das, was dich begeistert, was du auch liebst. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit und Gesundheit. Hier hast du Schütze. Beruflich brauchst du Orientierung. Und die Schütze zeigt das sogar. Weil die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch in diesem Bereich sind unsere Wünsche. Und Schütze ist Feuer, das ist die Begeisterung.
ist auch aktiv. Und dann haben wir die Orientierung und dann wissen wir, das ist das Beste für uns. Die Schütze neigt dazu, immer wieder mal denken, oh, da muss noch was Besseres sein. Das Allerbeste ist das, was wir wünschen. Dann hört auf diese ewige Suche. Und hier erlebst du diese Thematik in die Arbeit. Jetzt schau mal an dein Aszendent Krebs. Das war der Moment, wo du geboren bist, dein erster Atemzug. Und das ist hier die Osthorizont. Und im selben Moment siehst du etwas im Westhorizont, weil das spiegelt etwas. Hier ist dieser Spiegelblick und das ist dein Seelenpartner. Und im Geburtsmoment schauen wir in die Spiegel. Und das kannst du so vorstellen. In dem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment in Westhorizont untergegangen, die Tierkreiszeichen Steinbock, wie ein Sonnenuntergang. Und hier hast du die Steinbock. Und das symbolisiert die Partnerschaft, dein Seelenpartner, und das öffnet sich den Tür zur Partnerschaft. Und die untere Teil des Horoskopes symbolisiert das Unbewusste, die oberen Teil ist das Bewusste. Die achte Lebensbereich hat mit Loslassen was zu tun. Immer im Kern der Dinge bleiben. Und auch auf die Energie achten. Alles, was uns Kraft kostet oder Energie, was uns belastet, verabschieden davon. Das ist hier Pluto-Energie im achten Haus, hat mit Skorpion auch was zu tun. Pluto herrscht über die Skorpion und regiert diesen achten Lebensbereich. Und das zeigt, wie wichtig das ist, konzentriert bleiben auf dem Wesentlichen. Und das ist die innere Kraft. Und mit diesem inneren Kraft, das ist auch wichtig zum Überleben. Pluto sorgt dafür, dass das Leben erhalten bleibt. Aber Pluto verabschiedet von alles, was diese Kraft raubt. Und das, was wir lernen auch. Und das kannst du so vorstellen. Dein Leben ist begonnen. Bist geboren. Du kommst nicht mit leeren Händen, sondern es gibt auch karmische Erinnerungen. Ich vergleiche das mit einem Rucksack. Du hast einen Rucksack dabei und dieser Rucksack ist halb voll oder ganz voll. Da sind Erinnerungen da. Natürlich sind das auch schöne Erinnerungen oder Talente oder Fähigkeiten. Das sollte man auch bewahren, behüten, weil das ist sehr wichtig. Aber das sind auch andere Erinnerungen oder Gefühle wie Angst zum Beispiel. Das sind die Belastungen, das haben wir auch. Und dann beginnt das Leben und wir machen diese Lebensschritte, werden wir älter und dieser Rucksack füllt sich. Wenn aber das uns bedrückt, dann ist unserem Lebensweg schwierig. Und hier bei achten Lebensbereich lernen wir aufräumen, mal innehalten und überlegen, wovon will ich verabschieden, welche Gewohnheiten. Oder welche Gedankenmuster oder welchen Gefühlen oder von Job oder Partnerschaft oder Ortswechsel kann auch sein, dass wir in einem Ort gar nicht uns wohlfühlen. Verändern etwas. Aber wir müssen erst mal wissen, was genau. Und wenn wir da nicht reinschauen, dann wissen wir das auch nicht. Sondern wir spüren, oh, das ist so schwierig, geht nichts voran, mein Leben ist wirklich ganz, ganz schwierig. Mich bedrückt so viel, dann kommen Krankheiten, weil das symbolisiert auch etwas. Das ist auch die Sprache. Die Körper zeigt uns auch, wo wir unsere Probleme haben. Also hier aufräumen und das zeigt die Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement. Und das ist die Leichtigkeit. Du brauchst hier die Leichtigkeit. Außerdem, Wassermann hat einen Weitblick. Dann hast du den Überblick. Dann weißt du ganz genau, was ist das
wovon du verabschieden sollst. Und dann kommst du sofort zum Leichtigkeit. Die Rucksack wird immer leichter und hast mehr Platz. Dann kann was Neues kommen. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen. Entweder Ausland oder Urlaub oder Auslandskontakte, aber auch das innere Reise, Spiritualität. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen. Und hier handelt es sich auch um Gefühle, weil das ist Wasserelement. Die eine Richtung ist Gefühlen wie Angst und Zweifel und das blockiert. Die anderen Fisch lebt im Traum. Und hier ist die Reichtum verborgen. Auch die geistige Reichtum. Unsere Wünsche, unsere Träume, daran glauben, das Vertrauen und da loslassen, geschehen lassen. Da bewegt sich schon was in dem Moment. Und wir zeigen dieses Urvertrauen, weil wir vertrauen das Fluss des Lebens. Hier ist die Krone des Baumes und tatsächlich hier bekommen wir Anerkennung, Ansehen, Respekt. Zeigt auch unsere Ziele. Wie erreichen wir unsere Ziele? Und die Berufung. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Widder. Und das bedeutet, du hast die Kraft und den Mut, dich durchsetzen und behaupten, dass du Respekt bekommst. Und hast du öfters mal berufliche Neuorientierung, weil Widder ist immer wieder von Neues begeistert. Du brauchst auch eine gewisse Abwechslung. Und du kannst auch andere Menschen begeistern mit deinen Ideen oder Erfindungen. Und das heißt auch dann Kreativität. Andere von etwas begeistern. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften. Hier hast du die Tierkreiszeichen Stier. Stier hat was mit Besitz zu tun, steht auch zum Geld. Und das kann auch bedeuten, dass du wünschst Wohlstand. Stier ist gemütlich und ruhig und so sind auch die Freundschaften. Im 12. Lebensbereich sind die tiefe Geheimnisse des Lebens und karmischen Themen, aber auch geheime Feinde. Und hier vermittelt dir die Zwillinge etwas, die Geheimnisse des Lebens. Und dazu erzähle ich die Geschichte von klassischen griechischen Mythologie über die Zwillinge. Es gab eine wunderschöne Frau Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und sie wurde schwanger. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger. Und so gebar sie die Zwillinge, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also unsterblich, göttlich. Und die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Und dann kam der Tag, wo Kastor sterben müsste, war menschlich, also sterblich. Und Pollux ging zu seinem Vater, zum Himmelsgott, und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich will meinen Halbbruder nicht alleine lassen, ich will auch nicht alleine bleiben. Und Zeus sagte dann, nein, ich mache euch beide unsterblich und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht und in Himmel gesetzt. Und sie leuchten im Sternbild Zwillinge und die sind miteinander verbunden. Und das ist für uns eine wichtige Information. Unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung und das ist unsterblich. Weil das göttlich ist, weil wir haben diese göttliche Funke in uns, in unserem Inneren.
Und das ist die Quelle. Und wir finden diese Quelle, wenn wir zum Ruhe kommen, wenn wir meditieren, dann spüren wir das auch. Und hier liegt die schöpferische Kraft, auch unsere Intuition. Und das ist die Teil in uns, unserer Seele, das spiegelt und das ist Pollux. Und Castor ist der Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat. Weil die Seele braucht das, diese Erfahrungen auf die Erde. Und das ist sterblich, weil wir sterben, dieser Teil in uns. Und das ist Castor, aber die Verbindung ist da. Das ist die göttliche Verbindung, aber auch die Verbindung zu unserer Seele. Und das sind hier die Geheimnisse, was dich interessiert, was dir die Augen öffnet, in die Tiefe zu schauen, die Zusammenhänge erkennen. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben, dann kommen wir zum Luftelement, zum Leichtigkeit. Und die Zwillinge zeigen irgendwas Spontanes, Jugendliches, auch was Kindliches in sich. Weil wir sind Gottes Kinder. Das, was wir lernen hier, das Spielerische. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Es ist hier eine gewisse Spannung und das bedeutet, du bist im Halbmond geboren. Halbmond war das. Und Sonne und Mond steht in Spannung. Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter. Das kann natürlich bedeuten, dass du als Kind eine gewisse Spannung verspürt hast im Elternhaus, Spannung zwischen deinen Eltern. Und das kannst du ausgleichen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und das ist hier Wasserelement. Unser Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtstag in Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist Erdeelement und Mond im Schütze ist Feuerelement. Hier steht bei einem Halbmond Sonne, Mond und Erde in Verbindung. Die drei Elemente sind Wasserelement, Erdeelement und Feuerelement. Und es ist eine innere Spannung. Es fehlt was? Es fehlt die Luftelement, die Leichtigkeit. Merkur unterstützt dich, weil Merkur befindet sich in der Tierkreiszeichen Wassermann, also im Luftelement. Wassermann ist Luftelement. Hier ist Merkur und genau das ist die Transformation. Merkur hat mit Kindheit was zu tun. Merkur symbolisiert die Kindheit und Jugend. Und das sind diese Erinnerungen, was dich bedrückt. Die Gefühle auch, was Angst auslöst, wie Verlustangst oder Schuldgefühl. Also hier ist wichtig, die Kindheit betrachten und von diesen Gefühlen verabschieden. Du brauchst diese Transformation und das, was du lernst. Und das ist dieses Werkzeug, was dir hier Merkur zeigt in diesem Luftelement. Wenn du das nachvollziehen kannst und hast die Lösung,
dann hast du auch die Leichtigkeit in dein Leben. Und dabei unterstützt dich Merkur, das Wissen, die Handlungen und auch die Erinnerungen, was Merkur hier auslöst, Erinnerungen an die Kindheit und Jugend. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Mars bedeutet deine Kraft, alles, was in Bewegung setzt im Leben. Und die spirituelle Richtung hilft dir, in dieser Kraft zu bleiben. Mars ist auch der Mann und hat eine Verbindung zum Tierkreiszeichen Fischen, also sehr kreativ und gefühlsvoll. Und im 9. Lebensbereich hat auch was zum Sagen. Es ist möglich, dass dieser Mann aus Ausland kommt oder dass du im Ausland ihn kennenlernst. Jupiter ist rückläufig im Horoskop und diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, oft karmischen Themen. Jupiter gleicht etwas aus und das hat mit unserem Karma schon was zu tun, weil Jupiter vermittelt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und das bedeutet, alles was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Und das ist die Weisheit, was Jupiter uns vermittelt und öffnet unseren Augen auch mal auf die Ungerechtigkeit. Jupiter bringt auch Glück im Leben, vergrößert etwas und zeigt auch unsere wirkliche Größe. Und damit sollen wir auch bewusst zu sein. Es passiert oft, dass man unterdrückt ist oder wird klein gehalten. Und da müssen wir schon aber mit unseren eigenen Werten und Größe auch bewusst sein. Und hier hast du schon karmische Themen. Jupiter befindet sich im Jungfrau. Und weil unser Planet Erde ist auch im Jungfrau, das gibt dir den sicheren Boden, wenn du mit deiner Größe bewusst bist. Und da hast du auch Erinnerungen an die Schulzeit und ich könnte mir das so vorstellen, dass mit dieser Jungfrau hier in Schulzeit, dass du sehr begabt warst und hast vieles verstanden auch und warst du auch klug. Jungfrau ist klug, aber es wurde nicht wahrgenommen. Warst du zurückhaltend oder schüchtern? Das haben sie nicht gesehen, dein Wissen. Und Jupiter zeigt, sei aber damit bewusst, wie intelligent und klug du bist. Und wenn du das weißt und stehst dazu, das gibt dir Halt im Leben. Erde, unser Planet Erde war auch in Jungfrau. Auf diesem Boden kannst du da was bewegen. Da hast du diesen sicheren Boden unter deinen Füßen. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Mars und Venus hier, natürlich, das ist Liebe, hat mit Reisen, mit Ausland was zu tun. Oder du lebst eine glückliche Partnerschaft, wenn du das verinnerlichst und hast eine Vision davon, wenn du diese innere Reise machst und hast diese Vorstellungskraft. Und glaubst du daran und vertraust es auch, dann kommt es auch in Fluss. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet der Karma. Saturn ist rückläufig. Also hast karmische Themen und hier im Jungfrau. Nur weil andere deine Begabung, dein Talent, dein Wissen nicht wirklich gesehen haben, heißt, dass du das nicht hast. Doch, das hast du eben. Und das ist deine Lernaufgabe, damit bewusst zu sein, weil das ist dein Potenzial, also damit kannst du was anfangen. Uranus ist auch rückläufig in Skorpion. Und Uranus zeigt, wie wichtig das ist, diese Transformation
hier im Skorpion, weil dadurch verändert sich dein Leben, weil Uranus verändert das auch. Und diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit. Neptun befindet sich im Schütze, ist auch rückläufig. Hier mit dieser Mondenergie kann bedeuten, öfters mal ein Wechsel in die Arbeit. Und Neptun zeigt, du hast doch einen Traum, was du beruflich machen möchtest. Dann glaub daran, dann lebst du das auch, deine Berufung, dein Traum. Und Kraft und Mut hast du, das zum Erreichen. Pluto zeigt die Transformation. Pluto ist auch rückläufig im Horoskop und befindet sich hier im Jungfrau. Und hier hast du mit Sicherheit karmischen Themen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Das sind die 27 Frauen des Mondes in indischer Mythologie und der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Dein Aszendent befindet sich im Mondhaus Pushya und dieser Mondhaus vermittelt dir etwas, sei intuitiv in dein Leben, hör auf deine inneren Stimme, dann bist du immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort. Weil du hast eine sehr, sehr starke Intuition. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen und dieser Mondhaus heißt Uttarapadra und dieser Mondhaus erzählt dir Folgendes: Bereinige deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Immer positiv denken, optimistisch zu sein und angstfrei leben. Und geben und nehmen im Gleichgewicht halten. Mond befindet sich im Schütze. Dieser Mondhaus heißt Purvashada und das bedeutet für dich und das sagt auch dein Gefühl, weil Mond hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Leb dein Selbst und in dein Leben ist die Zentrum deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Mars befindet sich im Fischen und dieser Mondhaus, das ist das gleiche, Uttarapadra, bereinigen Gedanken, Gefühlen, immer positiv denken, angstfrei leben und geben und nehmen im Gleichgewicht halten. Merkur befindet sich im Wassermann, dieser Mondhaus heißt Purvapadra, wird von Stammbild Pegasus bestrahlt und Pegasus symbolisiert die Befreiung. Befreiung von Verbindungen, was belastend ist oder von Angst. Jupiter ist rückläufig im Tierkreiszeichen Jungfrau und dieser Mondhaus heißt Hashta, bedeutet übersetzt Hand oder Handlungen und wird von Windermeatrix bestrahlt. Dieser Stamm Windermeatrix wurde bei Römer verehrt als Weinleserin und war die Göttin für Fest, Fröhlichkeit, Tanz, Musik, ein Schluck Wein vielleicht dazu und steht in enge Verbindung zum Weingott Dionysos. Und Windermeatrix symbolisiert die Lebensfreude. Und das sind die richtigen Handlungen. Und Jupiter-Energie hier in diesem Mondhaus zeigt, das bringt dir Glück. Jupiter bringt Glück, wenn du richtig handelst. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen, im selben Mondhaus wie Mars. Auch Uttarapadra reinigen Gedanken, Gefühlen, geben und nehmen, im Gleichgewicht halten. Saturn ist rückläufig im
Tierkreiszeichen Jungfrau befindet sich im selben Mondhaus wie Jupiter. Hasta, also Hand, Handlungen und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Das ist die Weinleserin. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion hier. Und dieser Mondhaus heißt Anuradha und bringt Glück. In indischer Astrologie heißt es auf Elefanten reiten. Und das bedeutet, das Elefant als Glückssymbol und Symbol für Wohlstand. Wenn du hier diese Transformation bist und befreist von diesen Kindheitserinnerungen und nimmst dein Leben ein bisschen spielerischer wahr, dann hast du dieses Symbol auf Elefanten reiten. Neptun ist rückläufig. Das sind auch Vergangenheit, karmischen Themen im Schütze. Dieser Mondhaus heißt Mula und das heißt Wurzel, Basis. Und die Wurzel und Basis in dein Leben sind deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Pluto ist rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun, befindet sich im Jungfrau. Und dieser Mondhaus heißt Chitra und das ist die Balancepunkt, das innere Gleichgewicht. Und dann findest du deine innere Kraft und wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenerde der Jungfrau und das heißt, wenn du deinen inneren Kern oder die Kern der Dinge bist und daran glaubst und hast du den inneren Gleichgewicht und verspürst deine eigenen Kraft, egal was du beginnst in dein Leben, das trägt Früchte. Rahu und Ketu. Rahu und Ketu bilden eine Drache. Die Drache kommt sehr häufig vor in Mythologie, gibt es auch Stammbild im Himmel, wo so heißt. Und das symbolisiert unsere Angst. Und der Drachentöter ist auch ein Symbolbild und zeigt, wie wichtig das ist, uns von Ängsten befreien. Astrologisch ist dieser Drache geteilt in zwei Teilen. Wir haben einmal den Drachenkörper und einmal den Drachenkopf. Der Drachenkörper heißt Ketu und das symbolisiert Vergangenheit, auch all das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Erinnerungen sind das. Und diese Ketu hast du in Tierkreiszeichen Steinbock. Hier. Da hast du karmische Erinnerungen im Bereich Liebe, Partnerschaft. Das sind aber oft schöne Erinnerungen. Also es ist nicht alles negativ, was wir erlebt haben in früheren Leben oder Vergangenheit. Es sind viele Talente, Fähigkeiten, schöne Begegnungen, also auch was Wertvolles auch drin, aber es ist immer was dabei, wovon wir verabschieden sollen. Oft sind das Gefühle wie Angst. Und Rahu ist die Drachenkopf und die Seele sucht das, weil die Seele kennt das gar nicht. Das ist dieses Geheimnis. Und die Seele intuitiv weiß das schon, die Seele weiß das intuitiv, aber ist auf die Suche. Und wo ist das, dieser Drachenkopf in dein Horoskop? Hier im Krebs hast du das. Dein Selbst, deine Persönlichkeit, das, was die Seele sucht. Das zu leben, in Ausdruck zu bringen, darum kümmern. Das heißt aber nicht, dass du alleine sein sollst, weil diese beiden Mondknoten, so heißt es auch Rahu und Ketu, diesem karmischen Knoten, das gleicht sich aus. Die treffen sich und dann wird dieser Drache eins. Und Rahu hast du hier im Krebs. Ketu befindet sich im Steinbock, im Mondhaus Shravana und das bedeutet, höre auf deine inneren Stimme.
das, was deine karmische Lernaufgabe ist. Und Rahu hier im Krebs ist im Mondhaus Bushia und das heißt immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein und deine Intuition sagt es dir. Jetzt noch die Verbindungen. Sonne bestrahlt wunderbar dein Aszendent. Wenn du mit deinem Selbst bewusst bist und lebst deine Persönlichkeit, dann hast du diesen Glanz. Venus steht mit Saturn in einer wunderbaren Verbindung. Saturn ist der Planet der Karma, also karmischen Begegnung. Erlebst du schon in die Liebepartnerschaft. Aber Saturn hilft dir, das in Ordnung zu bringen. Eine wunderbare Verbindung. Jupiter steht in einer sehr schönen Verbindung zu deinem Venus. Sei mit deiner Weiblichkeit bewusst. Und Jupiter schenkt dir Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und Jupiter ist auch die Gerechtigkeit. Du bekommst deine Liebe, weil das steht dir zu. Und dieses Glück hast du. Jupiter steht mit Saturn auch eine schöne Verbindung. Und Mond steht mit Merkur auch in eine schöne Verbindung. Und das sind deine Gefühle, das sind reine Gefühle. So kann man sagen, fast unschuldig, so kindische. Das heißt nicht, dass du kindisch bist, sondern diese Unschuld in dir. Und das ist auch sehr schön. Hier in der Mitte ist eine Karte, aber das ist volle astrologischen Symbolen von tibetischen Astrologie. Hier hast du eine Verbindung zum Zahl 8 und 10. Wenn du diesen Zustand hinter dir lässt, diese mit Höhen und Tiefen, ein Hin und Her, was auch Unsicherheit auslöst, und hast du die Kraft und den Mut, einen Schritt weitermachen und kannst mal etwas abschließen, dann hast du dieses Wachstum, und das ist die Holzelement, und auch die Sicherheit und Stabilität, das ist dann die Erdeelement. Und dein Inneren, die Farben sprechen hier. Dein Inneren hast du viel Wasser, das ist die blaue Farbe, auch diese weiße Kleid symbolisiert auch etwas. Das ist die Metallelement und das ist die Reinigung, die Reinigungsprozess. Das Wasser wird hier bereinigt. Und ein bisschen rot und das heißt dein Feuerelement, deine Begeisterung. Dein Planet nach tibetischer Astrologie ist Jupiter und Jupiter gibt dir Optimismus. Jupiter gibt dir Chancen, Möglichkeiten und Glück und vermehrt etwas, dehnt etwas aus. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Deine Glückszahl ist die Zahl 7. Und diese Zahl 7 steht hier mit Feuerelement in Verbindung und das heißt, die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen in dein Leben und auch die Kraft und Mut zu haben, etwas Neues wagen, was auch hier wieder auch symbolisiert, wie du deine Ziele erreichen kannst. Die Zentrum in dein Leben, die Fokus bist du, hier die Zahl 1 und mit Metallelement, das ist der Reinigungsprozess, dass du dein Selbst lebst, das in Ausdruck bringst. Und deine Schicksalszahl ist die Zahl 4, das hier dein Leben Struktur bekommt, hat mit Erdeelement in Verbindung, ist mit Erdeelement in Verbindung und das bedeutet Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, eine Struktur in dein Leben. Deine Aufgabe ist, nach dieser tibetischen Astrologie, deine Wünsche leben, deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Du kannst klar denken, manchmal analysierst zu viel. Du bist optimistisch. Du magst aber nicht, wenn jemand an deiner Meinung oder an deinem Standpunkt etwas anzweifelt.
Du möchtest andere davon überzeugen. Du hast schon deine Wünsche und du liebst auch die materiellen Dinge. Liebe Ilavia, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.